Ja, hallo zusammen. Schon wieder eine Folge von OpenTX Weekly. Diesmal OpenTX Weekly für Ältere. Naja, wer so viele Modelle hat wie ich, vor allen Dingen viele Flugmodelle, bei dem lässt manchmal das Gedächtnis nach, beziehungsweise man weiß gar nicht mehr so ganz genau, auf welchen von den vielen Bedienelementen hier, den ganzen Schaltern und so weiter, man was belegt hatte. Und dann ist es ganz gut, wenn man diese Informationen auch irgendwo im Sender zusammen mit dem Modell untrennbar gewissermaßen abgespeichert hat. Ich schalte mal den Sender ein und ihr achtet darauf, was passiert. Man sieht hier so eine Checkliste. Da steht hier oben zum Beispiel, naja, ein bisschen, es blendet ein bisschen, aber man kann es aber gerade noch so sehen. Allgemein Senderakku geladen, Senderspannung, wie sieht hier aus, Fahrakku geladen, Empfängerspannung zu überprüfen, Reichweitentest durchführen, Servoweg normal aktiviert, mein Schalter SF oder mein Schalter SG, Schüler deaktiviert. Ja, das sind so Punkte, das muss ich mir mittlerweile aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Dass ich vielleicht auch zu hektisch einfach das Modell starte, ohne diese einzelnen Checkpunkte abgearbeitet zu werden. Und dann ist es auch manchmal interessant, welche Belegung man tatsächlich hat. Also zum Beispiel rechts, naja gut, das ist bei mir beim Fliegen normal, aber beim Schiff weiß ich das manchmal nicht mehr so ganz genau. Und wenn ich dann zwischen den Modellen wechsle, dann hier zum Beispiel habe ich beim Schiff jetzt hier also auch Gas rechts, so wie ich das beim Fliegen auch habe. Beim Fliegen hätte ich jetzt hier Querruder. Und beim Schiff habe ich das Seitenruder, also das Steuerruder, dorthin gelegt. Gut, man achte vielleicht noch darauf, dass hier oben die Kontrollleuchte rot ist. Also der Sender ist nicht eingeschaltet, es passiert gar nichts, solange ich nicht hier den Return-Button bestätige. Und erst wenn das soweit ist, dann geht es hier auf blau, also für normalen Betrieb. Oder wenn ich ein HF-Modul eingeschaltet hätte, dann eben auf grün. HF-Modul habe ich jetzt hier nicht aktiviert. Ja, ist ganz interessant. Jedes Mal, wenn ich das Modell wechsle, kommt diese Liste natürlich auch. Und wenn ich zwischendurch nochmal nachschauen will, dann kann ich mir hier mit dem Menüpunkt Zeige Notizen mir meinen Notizblock nochmal anzeigen lassen. Dann kommt er wieder. Ich kann dann durchscrollen mit dem Scrollrad. Und kann die einzelnen Punkte abarbeiten. Ja, verschwinden tut das Ganze wieder mit der Return-Taste. Wenn ich auf ein anderes Modell wechsle, Entschuldigung, wenn ich auf ein anderes Modell wechsle, wollte ich zeigen, zum Beispiel hier auf Lehrer-Schüler, was wir im letzten Video hatten. Ja, okay. Das habe ich jetzt nur zwischendurch gemacht. Ich wechsle wieder auf das erste Modell zurück, also auf meinen Notes. Modell hier und dann kommt als erstes wieder meine Checkliste. Die Checkliste kommt auch dann, wenn ich beispielsweise einen Reset durchführe. Dann fängt das Ganze wieder von vorne an, das HF-Modul wird ausgeschaltet und die Checkliste erscheint. Ja, was muss ich dazu machen, dass diese Checkliste angezeigt wird. Wenn wir mal einmal in die grundsätzliche Modellkonfiguration hier wieder reingehen, ein bisschen nach unten scrollen, dann gibt es hier einmal den Obermenüpunkt. Ja, so, jetzt habe ich es. Vorflug-Checkliste, Checkliste anzeigen. Diesen Punkt habe ich jetzt mal aktiviert. Und damit es jetzt nicht so stört, habe ich die anderen Punkte wie Gasalarm und Schalteralarm alle deaktiviert und auch für die Potentiometer und Slider, das ist ja sowieso standardmäßig aus. Ja, also es kommt jetzt hier auf diesen Menüpunkt Checkliste anzeigen an. Das ist aktiviert. Ja, wo steht die Checkliste? Wie kann man die definieren? Das macht man am besten am PC. Weil wir hier keinen Texteditor drauf haben auf der Fernsteuerung, wäre auch ziemlich umständlich.
das einzugeben, aber ich zeige euch zunächst einmal, wo diese Checkliste zu finden ist. Dann gehen wir hier einfach mal auf System und gehen auf den Inhalt der SD-Karte und da finden wir hier ein Verzeichnis, das heißt Models. Und da stehen alle modellspezifischen Dateien drin. Das sind jetzt hier viele Lua-Dateien und die sind von meinen Schaltmodulen. Wer sowas hat, der weiß das, da man modellspezifische Konfigurationen ablegen kann. Dann gibt es hier solche Bin-Dateien. Das legt OpenTX selbstständig an. Das sind die Einstellungen, die ihr für ein Modell gemacht habt in einem binären Format, was man sich nicht anschauen kann, direkt als Text. Und dann haben wir hier zum Beispiel notes.txt. Aha, der Name Notes kommt uns bekannt vor. Das ist nämlich der Modellname und hinten dran die Ergänzung.txt. Wir gucken uns diese Datei direkt mal hier auf der Fernsteuerung an. Kann man auch machen. Langer Tastendruck, View Text. Ah, da sehen wir jetzt genau den Inhalt, den ich eben auch angezeigt bekam bei der Vorflug-Checkliste. Also diese Datei, wo habe ich sie jetzt wieder? Da, notes.txt, das ist die Checkliste. Die können wir am PC erstellen und können sie dann hier in diesen Models-Ordner kopieren. Wichtig dabei ist nur, dass der Dateiname vor dem Punkt genauso lautet wie das Modell. Und jetzt muss man natürlich noch zusätzlich beachten, dass vor dem Punkt maximal 6 Zeichen sein dürfen. Das ist wieder so eine Beschränkung der Einfachheit halber, um der Sparsamkeit wegen von OpenTX, damit OpenTX auch auf kleineren Fernsteuerungen lauffähig ist. Also, es muss genauso heißen wie das Modell und maximal 6 Buchstaben vor dem Punkt und nach dem Punkt TXT. Okay, dann machen wir hier gerade mal Schluss und ich gehe rüber an den PC. Okay, jetzt bin ich hier am PC. Ich habe den Simulator schon mal gestartet und habe das Modell geladen mit dem Namen Notes. Das kennt ihr, das habe ich ja gerade gezeigt, auf der Radio Master. So, da auf der Radio Master konnte ich dann hier mit View Notes oder Zeige Text, glaube ich, hieß es einfach nur im deutschen Menü, bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, die Notizen wieder anzeigen. Mache ich jetzt gerade nochmal. Und da sehen wir jetzt hier genau den gleichen Inhalt, wie ich eben im Live-Beispiel auch hatte. So, ich hatte vorhin gesagt, wir haben hier in dem Verzeichnis Models diese verschiedenen Konfigurationsdateien. Unter anderem habe ich hier eben auch eine Datei notes.txt schlecht eingerahmt. notes.txt. Ja, das ist die Datei, um die es jetzt hier geht und die wird jetzt hier von dem Simulator genommen, weil das im Verzeichnis des Simulators drin liegt, hier auf meinem PC. Wenn wir das später auf der Fernsteuerung haben wollen, müsst ihr natürlich daran denken, genau diese Datei auch auf die SD-Karte der Fernsteuerung zu kopieren in das Models-Verzeichnis. Aber ich denke, das war sowieso schon klar, so viel Erfahrung habt ihr ja mittlerweile. Gut, wenn ich diese Datei jetzt einfach mal öffne, dann seht ihr, das ist genau der Inhalt, den ich jetzt auch hier angezeigt bekomme. Als ganz einfache Textdatei können wir das editieren. Wenn ich also beispielsweise hier noch etwas hinzufügen möchte für die Belegung, also zum Beispiel links vertikal ist dann Kran auf ab und links horizontal ist Kran schwenken. Das speichere ich jetzt hier. Speichern nicht vergessen. Und wenn ich dasselbe jetzt nochmal mache, View Notes, dann haben wir da auch schon
den ergänzten Inhalt drin. Also das ist gar kein Hexenwerk. Ihr müsst einfach nur mit einem einfachen ASCII-Editor, wie zum Beispiel Notepad auf Windows oder Notepad++ oder wie alle diese simplen Editoren heißen, eine Textdatei erzeugen. Ich sage es nochmal, diese Textdatei heißt bei mir hier notes.txt, weil mein Modell den Namen Notes bekommen hat. Also der Name, der hier in dem grundlegenden Modell-Setup eingetragen wird von euch, ergänzt dann durch die Endung .txt. Kleine Warnung noch für uns Mitteleuropäer, es darf nur eine ASCII-Textdatei sein ohne Sonderzeichen. Also es sind Umlaute, wie zum Beispiel hier bei Empfänger, nicht erlaubt. Ich muss da AE schreiben oder auch hier bei Schüler muss ich UE schreiben, sonst gibt es die merkwürdigsten Zeichen, die dann angezeigt werden. Und wenn ihr euch das nochmal hier anseht, ich zeige es jetzt nochmal extra. Hier zum Beispiel habe ich bei SF und SG diese Pfeile auch sichtbar gemacht, wie ihr das auch von der Schalterdarstellung in den sonstigen Menüs des Senders kennt. Das kann man tatsächlich auch machen, indem man eine spezielle Zeichenkombination wählt. Ihr seht, das ist der Pfeil nach unten. Nach unten heißt Englisch Down, abgekürzt dann hier mit DN. Und damit das als so ein Pfeil erkannt wird, muss davor ein Backslash. Ich mache mal noch eine zusätzliche Zeile dahin, damit es klarer erkennbar ist. Diese Klammern muss man da ja auch nicht machen. Ich schreibe jetzt einfach mal hier rein, Pfeil nach unten. Und dann mache ich also dieses Backslash-Symbol DN für Down oder Pfeil nach oben, Backslash und dann ab für nach oben. Speichere die Datei wieder ab und dann gehe ich wieder in meinen Simulator und lasse mir wieder die Notes anzeigen und dann haben wir genau hier die Pfeile, so wie sie hier hingeschrieben sind. Ja, also es gibt hier ein paar Dinge zu beachten, die man ausnutzen kann, beziehungsweise die man nicht nutzen darf bei dieser Textdatei. Also keine Umlaute oder sonstigen Sonderzeichen, nur der 7-Bit-ASCII-Zeichensatz, wem das jetzt was sagt, darf benutzt werden. Mit der Ausnahme von den Pfeilen, also Up and Down, kann man mit diesen sogenannten Escape-Sequenzen dann darstellen. Ja. Soweit mal dazu. Wie gesagt, OpenTX für Ältere oder für Vergessliche wie mich. Das ist dann ganz praktisch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Stopp! Noch nicht abschalten. Ich habe doch was vergessen. Wie üblich, das schiebe ich jetzt nochmal hinterher. Die Folge heißt ja OpenTX für Vergessliche oder für Ältere. Also, ich zeige euch das noch kurz, wie das am Companion geht, denn das ist für viele wahrscheinlich noch einfacher. Man kann dabei nur vergessen, wie gesagt, diese Textdatei rüber zu kopieren. Also ich lade einfach mal mein Profil meines Senders hier von meiner RadioMaster und da wähle ich hier unten das Modell Notes aus. Und dann sehen wir auch hier die beiden Punkte, die wir am Sender schon hatten. Anzeige-Checkliste, ganz wichtig. Aber man kann hier auch tatsächlich diese Checkliste editieren. Das ist das, was ich da eben hatte. Und das erscheint dann auch in der Datei. Ich schreibe da jetzt einfach nochmal was rein. Wenn wir jetzt den Simulator zeigen, dann der Companion macht es jetzt nicht direkt.
sondern ich muss da nochmal explizit auf View Notes gehen. Und dann haben wir jetzt also auch das, was ich da gerade eingetragen habe, da drin. Also es geht natürlich auch mit dem Companion. Der Nachtrag musste doch jetzt noch sein. Genau. Okay, jetzt bin ich aber wirklich am Ende. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.